Ein neuer Tag auf der Ranch. Der Ranch, der Ranch. Ihr Lieben, wir sind zurück. Ich habe mal hier zwischengeparkt. Kurz, ich habe mal noch einmal eine Ladung Kürbisse verkauft, damit das irgendwie mal wegkommt. Dann habe ich natürlich den Benzinkanister geholt, weil wenn wir sowieso schon zur Tankstelle fahren. Dann habe ich noch ein bisschen Holz geschnitten. Nicht das, was wir hier sehen. Ich kann noch ganz kurz hier dazwischenfahren. Da habe ich nämlich so ein Holzbrettlager gebaut gehabt. Das habe ich aber schon in der letzten Folge gehabt. Das hat man noch nicht gesehen, weil ich sehr unterwegs war. Und währenddessen ich euch nicht mit dem ganzen Gesäge hier langweilen werde, habe ich das dann da so getan. Den hier nehmen wir mal mit. Oh. Oh. Ein einziges Mal und dann ist das weg? Ach was, ehrlich? Oh, das ist schade. Ich nehme jetzt hier einfach mal mit, weil wir sowieso in Richtung Stadt fahren. Dann nehme ich mal ganz kurz noch was mit. Da ich sowieso keine Melonen mehr anbauen werde und bestimmt es auch keine Dings mehr. Bin ich mal gespannt. Also die Melonen, die geben mir ja 7. Die Kürbisköpfe geben mir 10. Mal gucken, was der... Naja, klar. Oh ja, klar, dass das nicht oben drauf passt. So, ich nehme das wenigstens mit, wenn ich schon einmal hier bin. Was soll denn der Geiz? Alles weg. Ah, hier, guck, hier ist noch sogar noch mal eine Melone. Lege ich jetzt hier oben drauf. So, Melonen dürfen auf Melonen sein, aber nicht auf Kürbisköpfe. Okay. Den Rest... Ach, da kommt noch mehr. Oh mein Gott. Ich will das wenigstens weghaben. Oder besser wenigstens weiterhin anpflanzen. Na, wo ist das hier? So. Okay. Dann werde ich nur mal ganz kurz weitere Kürbisse anpflanzen. Jemand hatte geschrieben, ich sollte das nicht machen, weil Gemüse ist... Wo war das nochmal? Die Gemüseanbauung ist nicht lukrativ genug. Finde ich nicht. Also so... Ich habe jetzt nicht wenig da. Ich habe auch recht viel jetzt angepflanzt. Ich finde das eigentlich gar nicht so schlimm. Also ist okay. Wenn man sich das mal überlegt. Ich nehme jetzt ein bisschen Milch. Habe ich übrigens auch ein bisschen nachgetankt wieder. Da. Wo waren die zwei? Wo war der? Da hat doch irgendeinen nachgetankt hier, nachgestopft. Ich weiß es echt nicht. Hä? War das nicht einer hier auf der Seite? Der müsste doch jetzt gar kein Wasser haben. Egal. Wenn wir schon dabei sind, tauchen wir hier noch ein bisschen Wasser rein. Hä? Da war doch irgendeiner. Keine Ahnung. So, kann ich die noch mitnehmen? Kriege ich die noch oben drauf? Ach, egal. Dann bleiben sie eben so lange hier liegen. Wir wollen ja eigentlich mal die Mission machen. Wir wollen ja die Anhängermission machen, verdammte Hacke. So, jetzt aber ran. Also, was ich gerade sagen wollte, so ein bisschen Gemüse hier und ein bisschen Fleisch und so. Passt doch. Ich muss zur Tankstelle. Tankstelle ist hier. Ich würde aber gerne erstmal zum Best Burger fahren. Ein bisschen Fleisch, ein bisschen Gemüse. Passt doch. Oh, oh, oh. Genau das hatte ich gehofft, dass das nicht passiert. Ich habe kein Benzin mehr. Ja, ich roll noch ein bisschen mit. Ich hatte gehofft, dass das nicht passiert. Man sieht leider nicht. Ach doch, da unten steht der Fuel immer. Mist, verdammt. Ja, jetzt kommt noch ein bisschen Regen dazu. Das freut mich ja noch mehr. So, das war's. Wir müssen laufen. Oh mein Gott, dass das mir passiert, echt. Ich hatte echt gehofft, dass das mir nicht passiert.
Das sieht ja aus wie Hagel, ne? Das sieht ja gar nicht aus wie Regen. Das ist ja echt ein richtiger Sturm. Ich glaube, beim Hüpfen ist man sogar schneller, ne? Es gibt ja keine Ausdauer hier. Wie war aber die Aral-Werbung von damals? I'm walking. Yes, me. I'm walking. Just you and me. Na toll. Also, das ist echt. Ich finde das gerade echt lustig. Das gefällt mir gerade, weil es so lustig ist. Mein Wagen steht da hinten. Ich habe kein Benzin mehr. Und es regnet aus Eimern, aus Kübeln. Das ist übrigens der Anhänger, den wir brauchen. Zum Glück bin ich eigentlich recht weit gefahren, also geht ja noch. Ich musste ja nicht wirklich weit, große, weite Umwege fahren. Ich würde gerne mal im Wald hier laufen, vielleicht finden wir ja noch einen Bienenstock. Aber die Soundkulisse ist schon cool. Ich mache Stau, ehrlich? Ey, nee, keiner fährt vorbei. Das ist doch lustig. Ich glaube, das müssen wir mal machen. Ich lasse mal mein Auto, wenn ich ein zweites Auto mal habe, lasse ich das einfach hier stehen. Dann produziere ich mir einfach mal so einen Stau. Oh Gott. Es ist nicht meine Schuld. Wie gesagt, einmal kurz verkaufen hier vorne und dann wieder zur Tankstelle, wo wir hin wollen. Ich bin mal gespannt, was der Kohlkopf so macht. Ich rede ein bisschen lauter, ich weiß nicht, ob ihr mich überhaupt hört, das ist so laut hier. Bin ich mal gespannt. Also wenn der nicht mindestens 15 einbringt. Oh, das ist laut. Oh, zum Glück. So, jetzt bin ich mal gespannt. Kohlkopf 5 nur. Und der kostet genauso viel, der Samen. Hä, nix. Mache ich überhaupt nicht mehr. Auch hier, die Wassermelonen. Überhaupt gar keinen Sinn, der Verkauf. Ist einfach nur schönheitshalber. Oder vielleicht muss man ja... was gibt's hier heute? Käse, Rindfleisch, Frikadellen, Käse... Blauschimmel und Weißschimmel, okay. Hat ja gar keinen Sinn. Vielleicht nur, wenn man vielleicht irgendwelche Rezepte zusammenkochen muss oder sowas. Dann macht es vielleicht Sinn, dass ich das noch kaufe und verkoche. Aber so? Null. Oh. Och nein. Immer wenn man neu startet das Spiel, sind die Patronen immer automatisch raus. Was total doof ist. Kommt es wieder raus? Nein. Oh, ach, Mann. Gut, bleibt da, wo der Pfeffer wächst. Haben wir gewechselt, die Waffe, Munition, so. Und kein Regen mehr auf dem Boden. Alles wieder sauber, alles ganz trocken. Ich hätte den jetzt nur erschießen wollen, weil wir sind ja sowieso hier gerade beim Verkauf. Okay, dann wieder dahin, wo wir hinwollen. Gott, die Kamera. Okay, wir kommen. Aber ich muss erstmal einmal nochmal
komplett neu tanken für alles. Aber den kann ich eigentlich hier stehen lassen. Den kann man ja auch so anstecken. So, machen wir wieder voll. Das war's. Okay. Passt. So, und jetzt rückwärts andocken. Muss ich irgendwas machen? Anhänger. Ah, C. Ja, cool. Danger. Danger. Passt doch. Oh, let's go. Ja, so. Ich muss mal ganz kurz gucken, wo wir hin müssen. Es war hier. Das heißt, wir fahren am besten so. Muss ich hier voll machen eigentlich? Nee, alle. Oh Gott! What the heck? Das Ding, ey. Köstlich. Oh mein Gott. Hä? Das schiebt mich ja die ganze Zeit. Ganz kurz, weil ich das wusste, dass hier noch welche sind. Aber hier, ihr siehst mich nicht auf der Straße laufen. Was soll das denn hier bitte? Gehen Sie bitte hier vorsichtig mit den Mitbürgern um. Und muss ich leider gezwungenermaßen meine Pistole ziehen und so und freundlich mit der Munition um mich werfen. So, hier war noch eins gerade. Ist das noch gerade in der Nähe? Da war es gerade. Oh Gott, ey. Also das geht gar nicht. Weil der Anhänger sollte ja eigentlich mitbremsen. Also das macht er aber gar nicht. Der macht ja, der, wenn du bremst, schiebt das Ganze, schiebt das kleine Fahrzeug komplett weg. Aber es kann auch sein, dass das einfach zu klein ist, das Fahrzeug. Daran kann es natürlich liegen. Daran kann es liegen. Ich weiß, ich sollte eigentlich den Anhänger eigentlich mal wegbringen, aber wenn wir schon mal jetzt einen Hirsch hier rumhüpfen sehen. Guck mal jetzt, ich müsste jetzt um die Kurve, ich muss jetzt bremsen. Guck mal. Ja. Das Fahrzeug ist auch zu leicht dafür. Junge, Junge, ist eine Geburt hier. So, einfach fahren, einfach fahren. Wir müssen, oh Gott! Ich kann nicht mal lenken. Das geht nicht. Das Fahrzeug, der Anhänger schiebt mich komplett einfach geradeaus immer. Ich mach das nicht. Ich fahre nicht nach rechts, nicht mal ansatzweise. Ich sag das nicht, das ist im richtigen Anhänger so, das stimmt überhaupt nicht. Ich hab selber einen Anhänger und fahre mit meinem kleinen Anhänger. Der ist natürlich nicht, keine Ahnung, wie viele Tonnen der hier wiegt gerade, wie viele Liter da drin sind. Vielleicht 300? Naja, würde ich ja nicht sagen, weniger. Aber das geht gar nicht. Klar, das Fahrzeug ist auch viel zu leicht dafür, aber
So ein bisschen Pfaffensicht gibt es aber hier nicht. Das macht, was er will. Er schiebt einfach durch die Gegend. Bin da. So. Nur. Oh, da gibt es keine andere Mission, wenn ich die. Ich habe gedacht, ich komme bis welchen neuen. Schade. Im Bau. Eine Scheune zu bauen. Kurz ein paar Planken. Ja, komm, mach mal. Planken. Wie viel? Was? 64? Das ist voll viel! Das ist voll viel! Ganz ehrlich, das ist richtig, richtig viel. Ich glaube. Dann machen wir die Mission. Aber kriege ich keine neue Mission? Ist das dann vorbei? 3 Missionen, 4 Missionen und dann Ende Gelände? Das ist schade. Kann ich eigentlich hier auch arbeiten? Oder muss ich die extra von. Oh, da ist ein Bär. Oder muss ich die extra von. Ja, ich muss die extra von zu Hause mitbringen. Ja, interessant. So. Ich muss kurz nachladen. Oh, die sind schon wieder 6 drin? Oder wie? Kommst du näher? Oh, da muss ich eben näher kommen. Was ist. Warum? Geht das hier? Ja, nein, geht nicht. Doch, geht. Okay. Jetzt muss ich mal gucken, weil der Bär ist ja recht, hat große, große Stücke. Okay. Ich muss jetzt ein bisschen puzzeln. Wo kriege ich das jetzt unter? Habe ich das einfach so fallen lassen, ne? Die Kiste jetzt da oder ist es? Ach ne. Oh, was war das für ein Geräusch? Nicht, dass der Bär jetzt kommt oder sowas. Okay. Let's go. Nichts mehr? Okay, da könnte ich ja was verkaufen. Oh Gott. Okay, aber 64 Planken sind nicht wenig, Leute. Bei mir im Lager sind die jetzt, glaube ich, gerade erst mal 60 und ich habe, keine Ahnung, einen halben Wald abgeholzt dafür. Weil wir jetzt gerade sowieso schon mal hier sind, das ist schon mal gar nicht mal so schlecht. So, erstmal hier, guck mal hier, was das ist recht viel. Das könnte ich eigentlich super gut gebrauchen, um das selber irgendwie zu bearbeiten. Da kann man super bestimmt Würstchen rausmachen. Aber so weit sind wir noch nicht. Und ich möchte erstmal gucken, wie wir und was wir machen müssen. Ich müsste übrigens auch mal zu meinen Tieren mal wieder zurück. Habe ich alles genommen? Ja. Wenn wir schon mal hier sind, dann gucken wir doch mal.
Erstmal verkaufen wir das Zeugs. 150, super. Guck mal, wir haben 1600. Ist doch gut. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Kaufen. Die Axt, okay. Beton, Zement, okay. Wir nehmen eine zweite Säge mit. Ich weiß nicht, warum die Luxussägen vielleicht besser sind, weil sie schneller sind oder so, aber ich mit 200 bin ich erstmal vollkommen zufrieden. Kleiner Anhänger. Es wäre nicht schlecht, um die Sachen besser und schneller zu transportieren. Muss aber nicht. Kann man erstmal so machen, wie wir jetzt sind. Also passt das. Was? 8. Ich könnte es auch verkaufen. Ne? Auch kaufen, das Zeug. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. So, elektrischer Wurstspritze. Elektrische Wurstspritze. Manuelle Wurstspritze. Okay. Okay, okay. Erntehänger. Was ist. Also Erntehänger ist für die Weizen und sowas, ne? Wenn man sowas macht. Okay, jetzt müssen wir uns mal hier auf die anderen Sachen konzentrieren. Rasenmäher. Wofür brauche ich ein Rasenmäher? Was kann man denn schneiden? Ja, es gibt doch gar keinen Rasen, den wir da irgendwie bearbeiten müssen. Mhm. Keine Ahnung. Ohrenmarken? Okay. Also hier brauche ich eigentlich gerade nichts. Vielleicht den Kochtopf mal zum Kontrollen gucken, was man damit macht. Ich nehme den mal mit. So, ich habe jetzt eine Säge gekauft. Weil die Säge, wir brauchen sowieso mehr. Mehr Sägepower. Das ist mir zu langsam das Ganze. Ich habe zwar immer was zu tun, aber gut. So, jetzt haben wir jetzt erstmal zwei Sägen, da kann man richtig mitarbeiten und dann kommt man auch schneller mit voran. So, ein Kochtopf, keine Ahnung, wir machen damit mal was. Ist auch voll teuer gewesen, muss ich ganz ehrlich gestehen. 66 Geld. Versucht man nirgendwo gegen zu gurken. Oh ja, guck mal da. Perfekt. Ich hatte gerade sowieso gerade nur zwei Munition. Ja. Es fängt wieder an zu regnen. Ich glaube es nicht. Okay. Ja. Warum? Was ist da passiert? Was gab es da? Unebenheit auf dem Boden. So. Jetzt, das nehme ich mal mit. Das werde ich jetzt diesmal nicht verkaufen. Guck mal, ja, da reinkommt es jetzt bestimmt. Und? Vielleicht kann man den Hirsch ja jetzt verkochen oder sowas. Dann hat das Ermorden von Tieren ja auch einen Sinn hier langsam. So. Wo war nochmal Hausi-Haus? Kommt gerade aus, ne? Ich glaube, das hätten meine Bude. Ja, okay. Passt. Oh mein Gott. So, passt. Also, ich würde gerne die Säge anders setzen. Setze ich die Säge so rum. So. Und die ist auch leer. Und die andere Säge daneben. Kann ich aber jetzt gerade nicht ganz setzen. Setze ich erstmal so. Und die ist auch leer. Oh mein Gott. Ich muss, glaube ich, gleich nochmal tanken. Oh, ich kann nicht aufheben. Oh nein. So wollte ich das nicht machen. Dann kannst du tack, 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 so. Habe ich ausgemacht? Da muss ich aufpassen. So sollte es sein. Geht doch besser. Ja, müssen wir mal gucken.
ob wir das ein bisschen besser hinbekommen. Seht ihr? Ich habe eigentlich recht viel schon gesägt und ich habe gerade mal 72. Eigentlich wollte ich damit was anfangen, aber jetzt sieht es so aus, als ob wir... Ah, die Säge gefällt mir nicht hier. Achso, der Benzinkanister war ja noch dran. So. So, ist besser so. Finchgas, vielleicht geht das dann nach hinten ganz gut runter. So. Okay. Wollen wir mal gucken, wo wir den Topf drücke, loslassen, halte. Okay. Müssen wir das jetzt hier drin machen? Hier? Ah, guck. Und nun? Nee, das ist. Okay. Oh Gott, ist das dunkel wieder hier draußen. Mein Gott. Hallo? Ist der hier? Mäh. Habt ihr noch was zu essen? Ich gucke erst mal. Oh, ist das dunkel, Leute. Ein düsteres Spiel, echt. So. Nee. Licht erstmal hier aus. Wir gehen mal ganz kurz schlafen. So, schlafen mit E. Nein, das verspeichern. So. Dicken Freund schon, sie schläft. So. So, erstmal, bevor ich irgendwas tue. Jetzt gucken wir mal. Wie sieht es aus? Und 13, okay. Ich müsste eigentlich mal wieder Milch nachgießen, tanken. So, wir haben nämlich schon 16 Einheiten. Das bleibt ja auf ewig. Oh, guck mal, das ist schon gut gewachsen, das Zicklein, ne? Cool. Eigentlich kann man auch so kleine Ziegen ja auch... Nee, geht nicht. Geht nicht. So, guck mal, sobald du aufmachst. Die drehen sofort in die Richtung. Das ist der Sinn hier. Ja. Okay, jetzt hier rein. Wasser vielleicht erst rein? Muss ich das mit dem Eimer machen? Oh Gott, guck mal, was hier alles gewachsen ist. Ich habe noch ein bisschen Wasser drin, aber... Apropos Wasser. Ist genug Wasser da? Okay. Ich habe einfach nachgefüllt. Man weiß ja nie. So, jetzt mal kurz rein. Okay. Okay, das haben wir jetzt gerade gemacht. Wir haben Wasser reingefüllt. Das ist schon mal der ganze Sinn eigentlich schon mal Logo. So. 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 Erstmal die ganze Murks hier weg. Guck mal, wie viel ich habe. Ich komme ja gar nicht mehr mit klar. Also das sind schon bestimmt $300 hier, oder? Sim-Dollar. Ah, locker 300, wenn nicht sogar mehr. Ich habe ja noch die anderen da hinten rumliegen. Ich brauche einen Anhänger. Es gibt natürlich, für die meisten wird, glaube ich, das meistens interessieren, dass man hier langsamer Scheunen baut und Kühe und sowas. Aber ich ganz ehrlich, ich will erstmal gucken, dass ich ein bisschen ganz gut mit dem Geld stehe. Also die Missionen haben mich sehr weit nach vorne katapultiert. Das ist super, aber wir müssen ein bisschen aufpassen. Wir müssen echt aufpassen, weil ich habe gesehen, dass es keine weiteren Missionen gibt. Oder kommen die nach oder wie?
Das werden wir nachher rausfinden. Oder ihr schreibt es mir in die Kommentare. Das ist immer sehr gut. Eure Tipps haben mir übrigens auch geschrieben. Ihr hattet mir auch geschrieben, dass es ja Missionen gibt. Und ich Missionen? Wusste ich nicht. Das ist neu. Also ich habe ja mit dem Spiel jetzt nicht viel zu tun gehabt. Deswegen ist das für mich alles sowieso komplett neu. So. Was soll ich noch mal tun? Ah ja, das Kochen. Warten wir uns kurz. Bevor ich mir das Fleisch... Kann ich das jetzt hier? Halte R gedrückt. Alles entfernen. Hä? Okay. Das heißt, das Fleisch kann ich, glaube ich, hier gar nicht reintun, ne? Ja, ins Wasser reinschmeißen, Fleisch ist ja auch nicht so viel, hat nicht so viel Sinn, aber wo steht hier, dass das Spiel Sinn machen muss? Okay, ich glaube, ich muss das verkaufen. Vielleicht kann man das grillen? Gibt es einen Grill oder so? Oh, es fängt wieder an zu regnen. Also das ist für mich, müsste der Entwickler bitte ändern. Das muss gemacht werden. Ey, wenn es regnet, dann muss man doch bitte hier die Beete bitte wieder gefüllt bekommen. Das finde ich sowas von dämlich, wenn es regnet, dass kein Wasser da reinkommt. Total bescheuert. Die Frage ist jetzt, wie viele Weibchen kann der Ziegerich beglücken? Wie viele kann der beglücken? Das würde ich gerne wissen. Das ist eine gute Frage eigentlich, oder? Weil ich würde jetzt gerne nochmal eine Ziege kaufen. Kann man auch irgendwie sehen, wie alt die werden oder sowas? Das ist so eine Lebensanzeige, ne? Meh, hallo, meh. Keine Ahnung. So. Ich gehe mal was verkaufen noch. Das mache ich aber jetzt nicht mehr mit euch, das mache ich alleine. So, ich würde mal was hier mitnehmen. Meine ganze Kürbisköpfe Belagerung. Okay, ihr müsst euch dieses Chaos nicht mehr angucken, dass ich das hier versuche gerade irgendwie noch drauf zu bekommen. So, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich werde jetzt mal ein paar Sachen verkaufen und dann werden wir mal gucken, wie wir das mit dem Geld machen. Der kommt wieder runter. Machen wir gleich. Okay, bis später. Ciao.